Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Guck mal, das ist schon ein bisschen Sauerei. Aber so wird's gemacht. Ne? Als Laie. Na, ich hole immer meine Schwägerin, die macht das besser. Also, stopft man hier so rein. Und dann hat man hier die Seiten noch. Da kann man auch reintun, ne? Reis. Guckt mal. Hier. Tschick. Da passt auch noch was rein. Hier in die Taschen hier. Ne, und dann macht man alles voll. Und dann hier genauso. Schaut, hier habe ich auch noch drin. Ne? Der Hals, die Seiten. Dann wird es ein richtiges Reishähnchen. Ne? So. Guck, da sind noch ein paar Federle. Die muss man halt dann wegmachen, wenn man sieht. Gell? Ja, Leute, und jetzt kommt das Knifflige. Wir haben ja hier das gut gewaschen, ne? Ist ja logisch. Da, wo die Eier rauskommen, beim Hahn kommt aber da kein Ei raus. Ihr wisst, was ich meine. Das ist offen und es wird auch nicht angeschnitten. Und da wird jetzt ein Bein raus. Und das ist ein bisschen... Komm schon. Das erste Bein haben wir. So. Jetzt kommt das zweite rein. So, komm hinter mich, dann sehe ich es besser. So. Und das zweite rein und dann mit Gewalt hier durch. Das ist nicht so einfach, Leute. Also ich habe da wirklich Probleme. Ich weiß nicht, wie das die Frauen immer machen. Ohne einschneiden. Also hier habe ich wirklich, hier habe ich es geschafft. Guckt, beide müssen durch dieses Löchle. Das ist wichtig. Und da muss man halt ein bisschen mit Gewalt. Ich krieg's nicht mehr. Ich schneide ein bisschen ein. Komm. Vielleicht dann nur ein bisschen. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Nee, das wäre es natürlich. Das wäre mein Horror. Also nee. Warte mal. Das sieht aus. Aber das, so ist es. Die Köche machen das easy peasy. Ich natürlich, oh, das nicht so oft macht. Nur mit Tauben. Tauben sind besser. Oh, hätte ich doch eine Henne geholt. Da wäre es nicht so, die hat doch Eier durch. Aber bei dem Hahn, da ist alles sehr, sehr, ich hab's. Schuffi, Bus. Also, gut, jetzt ist es fertig. Jetzt tun wir das, die Haut noch ein bisschen hoch. Und jetzt ist es wichtig, ins heiße kochende Wasser. Nicht hier. Schaut mal, hier ist Reis. Seht ihr das? Hier ist der Reis noch. Hier ist Reis und es geht dann auf. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch genug Reis übrig habe. Ich habe extra weniger gemacht, weil hier wollen wir ja auch noch reintun. Schauen wir mal. Guck, ich habe nur noch das übrig. Das probieren wir. Alles, was reingeht und dann fertig. So sehen die beiden jetzt aus. Schön nochmal nachgewaschen. Ne? Da ist der Reis ist da drin. Ne? Hier, der quellt nochmal schön auf. Ne? So, das wär's. Und jetzt macht man eine ganz normale Suppe. Aber die Suppe muss vorher ganz heiß sein. Dann legt man die rein. Weil wenn die anfängt warm, dann kann es zusammen anfängt zu köcheln. Dann bewegt es sich zu stark. Und dann könnten die Sachen hier aufgehen. Ne? Am besten knallheiß. Und dann ist runterschalten. Und dann wird es gut. Oh, und dann kannst du ungefähr eine Stunde rechnen. Dann ist das fertig. Na? Also Hähnchen geht ja schnell in der Suppe. Eine Stunde rechnen. Der Reis ist ja sowieso fertig. Und dann, wenn man die dann rausnimmt, kann man die nochmal im Ofen. Na? Schön braun braten. Auf dem Grill. Von beiden Seiten. Kullumumkin. Alles möglich. Hier könnt ihr mal sehen, in der Zeit ist hier die Suppe am Köcheln. Ja. Geht, geht. The next day. Der nächste Tag. The next day. Da haben wir's. Da ist die gute Pute. Die haben wir ein bisschen eingestochen. Nur ein bisschen. Jetzt kommt noch ein bisschen. Habe ich schon Salz drüber. Und noch ein bisschen Pfeffer und Paprika. Der Ofen. Das ist, kommt aus der heißen Suppe. Jetzt wird der Ofen aufgefärmt. Auf. Ach, was habe ich denn da? Volle Pulle habe ich. Und jetzt wird es eine halbe Stunde braun gebrutzelt. Dann ist es der Putenbraten. Ne? Und nebenbei köchelt meine Bamia und Lissan. As vor, die Suppe. Ah, der Mahmoud sagt noch eine halbe Stunde. Also ich habe hier noch einen Schuss Wasser drin, dass da, es gibt nochmal Feuchtigkeit ab und ist die Bamia, die muss ich mit der Hand machen. Da bin ich noch dabei. Ne? Die Suppe sparen wir, dass wir Suppe haben und das ist Lissan as vor, die Vogelzungen, die, das ist die Suppe Beilage.
So, meine Lieben, das ist es. Ja, mein Mann hat natürlich wieder die Finger im Spiel. Der hat es umgedreht, damit er mag halt von beiden Seiten, ne? Aber dann wird es halt, das Knusprige wird dann wieder wässrig. Aber die Männer. Und dann hat er mir noch Wasser nachgegossen beim Reis. Zu viel. Einmal auf dem Klo kommt der Mann und verdirbt das ganze Essen. Jetzt haben wir Wasserreis. Guck, super. Gut. Ich würde sagen, wir teilen uns heute so eins. Mausi, Nuss, Nuss. Wir haben ja viel. Alhamdulillah. Nächstes Mal geh nicht aufs Klo, gell? Guck den Reis. Naja, wenn es zu viel Milch. Das ist Milchreis, Leute. Aber ist egal. Schmeckt trotzdem gut, ne? Die Suppe, schau mal. Bisschen mit Fadennudeln hier. Die gute Bamia. Mit dem Rührbesen gestampft. Wie es mein Mann mag, ne? So, Bon Appetit, Mausi hat gefastet. Mashallah. Okay, also, dann sehen wir uns morgen wieder mit dem nächsten Tellerkucker. Ne, Topfkucker. Was essen wir morgen? Na, eigentlich das Gleiche. Ich zeige euch das noch kurz, Moment. Hier ist meine Gefriertruhe. Ich habe mit der Schwägerin besprochen, habe sie gefragt, weil wir können ja nicht so viel essen. Ich habe diese Hühner, wie ihr wisst, gefüllt und jetzt habe ich sie in die Gefriertruhe, weil sonst ist zu viel Fleisch. Ne? Und das andere, das werde ich heute auch noch, ich zeige euch das andere, die Sonea, also die Auflaufform mit dem Fleisch. Schaut, die ist jetzt eine Nacht hier so gewesen. Und ich würde sagen, ich tue das heute Abend abwaschen, weil es ist sehr scharf. Und dann kommt es in den Ofen, morgen in den Ofen und dann haben wir es für den nächsten Tag. Versteht ihr? Sonst geht es kaputt, glaube ich, wenn man es zu lange im Kühlschrank lässt. Man muss das bearbeiten. Also so erstmal eingezogen, der Joghurt in das Fleisch, dass es butterweich wird. Ja, und dann werden wir es genießen, inshallah. Entschuldigung, ohne Salat können wir nicht essen, das ist ja klar. Das ist der typische Ramadan-Salat, der ägyptische Salat. Viel Koriander, Vitamin C, Limette drin, ne? Und dann noch frische, teure Tomaten sind sie jetzt gerade. The best chief in the whole world, Mr. Mahmoud. Aywa. Kriegst du das beste Stück? Graeich. Aywa, super. Three hours to see them feast also. Ja, Mahmoud. Don't believe me. Don't eat bread. Not the ice lemon. Mash. So, jetzt haben wir es wieder. Na? You put salt. I put salt. And I put lemon. I put. No, I don't know for what you need lemon. I think for the sherbet. Mahmoud, I don't. When I clean lemon, I throw it again, a latul to the chicken. Like give it back into the lion. Mahmoud, for the next time. Mm-hmm. And it's good. Your salad. I want to see the rus. No, my rus is still sochum. Er ist noch heiß, der Reis, sagt er. Yunus hat keinen Hunger, der hat schon gegessen. It's not bad, just a little bit wet. Mausi hat heute keinen Hunger, der Reis hat dir nicht geschmeckt. Und was war nicht noch gut? Was hast du gesagt? Nichts gegen dich, alles. Was? Alles hat dir nicht geschmeckt? Echt? Her, she said today everything was not good. So, the shorba a little bit less. Super. Super? Ich habe ein bisschen gestreckt die Suppe, weil wir so viel... You say to me, don't make water. I make water because we need water. Wir müssen die, guck mal, wir müssen die Suppe strecken, weil sonst haben wir nichts mehr. Wir haben jetzt noch zwei Tage, drei Tage die Suppe. Deswegen gibt es heute nur ein bisschen. Sorry, Habibti. Zwei Tage. You can go and eat in Selwa House, Habibti, oder Oma. They have better Shorban. Wir können nicht immer alles perfekt machen. So, you go also there. You with me. We eat everything. I get you from this. We are what I do. Yeah, klar. Who are ugly, but what should I do? Ugly, ugly. Ha, baby. Full ugly. Full ugly, I see how you eat. Stachulay lasim. Also, guten Appetit. Ich bin noch am Essen. Ich habe heute auch keinen Hunger, keine Ahnung. You don't eat much? I don't eat anything, but I'm not hungry. I don't know. Mm.
I'm ill, you know. Mm. Also jetzt genug gespesselt. Na, der Duft der Liebe ist bis zum Wohnzimmer gekommen. Jetzt, weiter geht's. Guten Appetit, Younes. Kannst ruhig liegen bleiben. Guck mal, Respekt hat das Mädle. Das war's im Video. Wir haben mal wieder 10 Minuten voll geplappert. Jeder ist am Telefon. Wir relaxen nach dem Maghreb. Na, Mahmoud ist finish heute. Bis die Tage, Marcelema. Bye, bye.